Silvia Knight, jetzt ist er da, der Tag vor dem Eröffnungsspiel in Berlin. Ist denn bis heute alles so gekommen, wie Sie das vor, sagen wir mal, vor einem Jahr sich erhofft haben? Was die Planung angeht und unsere Trainingsinhalte, so wie wir das alles geschafft haben, ja. Aber dass doch jetzt so viel Emotionalität hier in Berlin ist und so viel Leidenschaft schon vor dem Spiel, das ist schon gigantisch. Und so viel Interesse, das hätte ich mir so nicht vorgestellt. Wir haben hier auch eine Menge Zuschauer auf unserer Präsenterposition. Auch das mediale Interesse ist unglaublich gewachsen noch mal in den letzten Wochen und Monaten. Stellen Sie bei Ihren Spielerinnen Veränderungen fest? Hat die das verändert? Nein, eigentlich gar nicht. Also die sind sehr locker, sehr cool. Manchmal sagt die eine oder andere, also heute bitte keinen Pressetermin. Ich hatte gestern so viele, das berücksichtigen wir natürlich. Aber insgesamt sind sie sehr locker, fröhlich und freuen sich jetzt endlich, dass es losgeht. Sind auch sehr freundlich zu den Fans. Man muss aber auch sagen, die Fans sind auch sehr freundlich zu uns. Also man kann auch einen sehr schönen Smalltalk mit den Menschen halten. Das ist alles sehr, sehr nett und irgendwie sehr familiär. Jetzt hat diese Vorbereitungszeit ja so lange gedauert und ich könnte mir vorstellen, dass man dann kurz bevor es losgeht, so eine Art Checkliste nochmal durchgeht, eine innere. Habe ich denn irgendwas vergessen? Habe ich irgendwas übersehen? Haben Sie sich die Frage gestellt und haben Sie eine Antwort darauf? Natürlich, ich überprüfe auch immer das Training, ob das jetzt das richtige Training war, war das jetzt vom Inhalt das Richtige. Mit manchen Einheiten, da habe ich gedacht, nee, das muss ich verändern. Bei manchen Einheiten habe ich gedacht, ja, das ist sehr gut, das müssen wir nochmal machen. Also natürlich, also ich hinterfrage mich eigentlich immer und versuche immer so das Beste rauszuholen. Jetzt haben ja die Orakel gerade in Deutschland wieder Hochkonjunktur, aber viel mehr als eine sympathische Kaffeesatzleserei ist das ja eigentlich nicht. Ich verlasse mich lieber auf den fußballerischen Sachverstand bzw. das Bauchgefühl von Silvia Knight. Was haben Sie denn für ein Gefühl für morgen gegen Kanada? Das wird ein ganz, ganz schweres Spiel, weil wir einen wirklich sehr starken Gegner haben. Kanada ist ja auf die Weltrangliste 6 hochgeklettert. Das hat Kanada sicherlich auch der Trainerin Carolina Morace zu verdanken. Wir haben ihr Spielsystem völlig verändert. Und dann hoffe ich, dass wir doch recht früh ein Tor machen. Und ich hoffe, dass Kanada keins macht. Dann wünschen wir Ihnen viel Erfolg für dieses Auftaktspiel morgen im ausverkauften Berliner Olympiastadion. Und Sie dürfen sich sicher sein, dass unsere besten Wünsche Sie dabei begleiten. Dankeschön, Silvia Knight. Dankeschön.